Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Herzlich willkommen heute vom Jagdschloss Friedrichsbühl im Wald bei Bellheim. Sie vermissen das Schloss. Nun, mehr als der Graben und dieses Waldstück hier hinter mir ist tatsächlich nicht mehr davon zu sehen. Aber es stand hier wirklich von 1550 bis gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges ein Jagdschloss, das Kurfürst Friedrich II. Von der Pfalz hatte bauen lassen. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Dieser Psalmvers ging mir spontan durch den Kopf, als ich zum ersten Mal an diesen Platz kam. Und plötzlich ist man durch so ein verschwundenes Schloss bei ganz grundsätzlichen Fragen. Was wird eigentlich von meinem Leben einmal bleiben? Welche Spuren werde ich hinterlassen? Woran werden sich die Menschen erinnern, wenn sie an mich denken? Was hätte ich eigentlich gerne, wie man sich einmal an mich erinnern soll? Welche Spuren möchte ich gerne hinterlassen? Haben Sie sich auch schon mal solche Gedanken gemacht? Albert Schweitzer hat mal gesagt, dass einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Und der Psalm von vorhin, der geht so weiter. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt doch, bei Gott bleibt von meinem Leben auf jeden Fall mehr als nur ein Windhauch. Vielleicht helfen Ihnen diese beiden Worte ja weiter, wenn Sie sich einmal selbst demnächst im Bellheimer Wald auf Spurensuche begeben. Der Friede Gottes möge Ihre Herzen und Gedanken behüten. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.